Na gut, ich habe jetzt ziemlich viel mit den Zaubern getroffen. Wir haben kein Level-Up gehabt in dem Durchgang. Schlecht, ne? Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber waren die Feinde so stark? Ich bin enttäuscht von dem Spiel. Ich will nicht mehr. Müssen wir nochmal Tränke oder so kaufen? Ich weiß nicht. Wir haben wieder ein bisschen verloren. Kann ich hören. Mir war so. Ja. Was ist eine gute Idee? Juhu. Ja, Bomben, weiß nicht. Sollen wir noch was mitnehmen? Ich nehme jetzt 3 komische Bomben mit. Passt. Ich glaube, das war ein Ja. Ich habe 2, das sollte reichen. Was macht dieser Stab? Gar nichts. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon nachgeguckt. Wir brauchen keine Stäbe. Wir brauchen mehr Laserschwerter. Ja, oh. Ja. So. Dann mach Schiff fahren. Ja. Eine dann Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Na. Ich habe alle. Ja. Ja. Los geht's. Gut abgestimmt. Reliquien. Tralalala. Brr, mir wird schlecht. Brr, boah. Guck mal, Piraten. Was für ein verdammter Seegang. Brr, ich glaube, ich muss. Was? Da hinten sind echt irgendwelche Spinner, die uns überfallen wollen. Sehen die nicht diesen gefährlichen Affen hier an Bord? Meine Güte. Da sollte man stutzig werden als Pirat, ne? Ja, Ninja-Piraten. Ja, was ist gefährlicher als ein normaler Pirat? Ja. Ich weiß nicht, ich finde die Idee schon genial. Ninja-Pirat. Leute, haben echt einen Schaden. Da. Ich mag Schaden. Ich hab die jetzt echt wieder vom Level her überholt. Nicht gut. Boah, doch ganz gut. Nicht gut. Voll toll. Warum verwandeln sich die Ninjas in Baumstämme? Das ist ihre geheime Technik, wo sie uns täuschen und uns glauben lassen, wir würden sie schlagen, aber da ist ein Holzstamm, wo auch immer die ihn hernehmen. Achso. Ja. Hat auch die bei Naruto Hochkonjunktur, oder? Stimmt. Ich weiß nicht, ob du den Anime einfach schon mal gesehen hast. Vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren? Als ich noch Zeit hatte nachmittags. Als auf RTL 2 lief. Ja. Und man nichts Besseres zu tun hat. Genau. Stimmt. Das war dieses typische Hausaufschule ist rum, Hausaufgaben mache ich eh nicht, also Fernsehgucken. Genau. Die gute alte Zeit, oh ja. Ach, damals. Wir waren noch so jung, hatten noch Träume, wollten noch einen tollen Beruf haben. Ja. Haben alles aufgegeben. Was ist das geworden? Let's Plays. Oh Gott. Das Highlight unseres Tages. Das Highlight unseres Lebens. Aber anscheinend erfreut es inzwischen auch schon so ungefähr 5000 Leute bei dir. Wie weit bist du entfernt von den 5000? Entfernt? Hm. 250 noch oder so? Oder 240? Also morgen. Morgen, ja. Könnte es soweit sein. Eventuell. Eine Sandburg. Ach, hier kriegt man dann die Schaufel, genau. Ich will die Sandburg haben wir die ja schon. Put machen. Nicht so böse sein. Du bist doch so einer, der am Strand dann immer, die von Kindern kaputt macht? Nein. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du da hinrennst, drauf trittst, lachst und wieder wegrennst. Ich bin gar nicht gemeint zu Kindern. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst, also. Ein Angriff, 3 Verteidigung hoch. Nimm doch. Hm. Das ist zwar ein sau hässliches Kurzschwert, aber Krummschwert meine ich, aber. Dein Laserschwert reicht dir ja. Ja. La. Oh, Geld. Ich bin jetzt am überlegen, ob es sich lohnt, hier jedes Loch aufzubuddeln. Auch lohnt sich bestimmt. Diese Skorpione sind irgendwie so die Art Gegner, die man einfach gern hat. Die machen kaum Schaden, sind nach einem Schlag weg. Oh, eine Münze. Jetzt mal ehrlich, wer läuft denn hier durch die Wüste und verteilt überall Münzen und Edelsteine im Boden? Und Waffen. Das haben irgendwelche Touristen verloren, mein Gott. Die wollten die weltberühmte Dings sehen. Schnu. Das sind Sandwürmer. Schnu. So. Ich mach ja schon. Danke. Mein. Ich will schneller vorankommen. Apfel. Oh Gott.
Gott. Ich wollte Skorpionenschnitzel. Was ist mit dem da? Ja. Ein großer, böser, fetter Käfer, der irgendwie ein bisschen unter der Erde umherkreucht und fleucht. Ich mag große, fette Sachen. Und gleichzeitig fliegen kann. Sind. Ich stell gerade fest, ja, dass meine... Oh, das ging schnell. Dass meine Wirbelattacke verdammt schwach ist, kann das sein? Ich glaube, einen Schadenspunkt hat die früher immer gemacht. Deswegen habe ich es nie verstanden, warum du da unten in der Luft bist. Weil ich so besser ausweichen kann. Mach doch gerade mal den Test, wie viel Schaden es macht. Ja, bei einem Gegner, der nicht springt, ist das ein bisschen schwierig. Schnu. Das ist Skorpion, schäm dich. Ja. Ach, passt doch. Irgendwie sind das zu viele. 1, 1, 1, 25. Ja. Oh, gefällt mir nicht. Ich weiß, was du so ungefähr meinst. Bösartige. Du verstehst nicht. Bösartige Kreaturen des Bösen. Ha! Jetzt habe ich es denen aber gegeben. So werden die genannt. Ja, ja. Ich finde es aber nett, dass sie wenigstens nochmal weiße Flagge zeigen. Nachdem wir sie abgemurkst haben. Kann das sein, dass ich gerade Massen an Geld sammle und du es irgendwie ignorierst? Richtig. Was ist denn mit dir los? Ich weiß auch nicht. Ah, da ist er, der Herr. Ja, irgendwie. Gut, alter Herr. Gönnt keinem was, klaut sich alles, was er sieht. So mögen wir nicht. Das grenzt jetzt schon an Verleumdung, ganz ehrlich. Quatsch. Ich mag es nicht, vergiftet zu werden. Das kann ich nachvollziehen. Oh, Geld. Ah, ja. Verdammt. Ich bin zu langsam geworden. Ich werd alt. Du hast da auch eine Schaufel, oder? Ein Stiefel. Und was ist damit jetzt? Weiß ich nicht. Ich nehme an, er war nichts wert. Na, das Problem ist, ich sehe die Löcher nicht. Ich gebe dir gleich mal eine Chance. Dann spielen wir. Wo ist das Loch, Hering? Wo ist das Loch? Such es. Es ist irgendwo hier auf dem Bildschirm. Dann musst du das nur noch an irgendeiner Stelle machen, wo gar kein Loch ist, aber wo ich dann eine halbe Stunde suchen darf. Ich würd's dir glauben in dem Moment. Wo ist das verdammte Loch? Schweißer sagt, hier muss irgendwo was sein. Jetzt halt gehe ich mir eine Pizza machen. Ja. Klingt doch gut. Ich habe ewig keine Pizza mehr gegessen. Du armer Mensch, du. Ja. Das kannst du keinem erzählen, die würden mich ja wegzerren. Das ist ganz eine Misshandlung. Vor allem Mittel. Okay, suche das Loch. Ja, ich gebe dir einen Tipp, es ist im Schatten. Ich habe es gesehen. Ja, bald. Bald. Ich muss noch ein bisschen zielen. Ja, du schaffst das irgendwann. Toll, gut. Ja, super. Siehst du, ich grab mir die Gummistiefel aus und so und, ne? Jetzt, das ist unfair. Ach Quatsch. Sag. Was sind das hier überhaupt? Irgendwie Wüstenräuber oder so? Was wollen die? Was machen die hier? Uns rauben? Also was machen wir hier eigentlich? Wir wollten zu einem Eisschloss. Warum sind wir jetzt in der Wüste? Irgendwas ist falsch. Das ist eine gute Frage. Und ich sterbe hier schon wieder ganz fleißig. Aha. Ich sterbe ich toll. Einmal mache ich das super. Aha. Ich lebe auch nicht mehr lange. Boing. Oh Gott. Ich erinnere mich noch, dass die Wüste sich so ein bisschen gezogen. Das haben Wüsten meist an sich irgendwie. Weil die sind meistens groß. Oh. Und öde. Und menschenleer und. Eieiei. Moment, ach, ich bin immer noch der Blaue, ne? Ja. Manchmal, ab und zu. Zumindest wenn du willst. Nein. Das war ein kleiner Edelstein. Der war jetzt ganz alleine mal. Was? Ah, hier war Giraffi. Aha. Ich hab ne Schnupsgiraffe. Aber ich will sie gar nicht. Ich will grad sagen. Ich will Snoot. Denn nur Snoot ist gut genug für mich. Mit Snoot geht's uns gut. Es wurden Pyramiden gebaut früher. Siehst du das im Hintergrund? Das ist zumindest mal ein interessanter Lösungsansatz. Oh, nein, ich will Affe, Monkey, Völk. Ja. Für uralte Geheimnisse, weißt du?
Man fragt sich immer wieder, wie haben die das früher geschafft? Also, ich bitte dich. Aber früher waren sie alle viel zivilisierter und zivilisierter, die Zivilisation da weiterentwickelt, so heißt. Und das haben sie dann alles verheimlicht und dumme Bücher geschrieben und was weiß ich. Sowas wie die Bibel. Und deswegen glauben das die Menschen. Das ist doch echt mal eine krasse Theorie, oder? Da ist ein Raumschiff. Das waren die ersten Menschen. Das sind wohl die ersten Menschen. Ja. Gelb und hässlich. Gelb und hässlich. Die Evolution ist nicht so übel. Mit Laserkanonen im Anschlag. Au. Oh, ich stecke im Sand fest. Das Ding, ja. Da. Eigentlich ist das Ding unglaublich einfach zu besiegen. Hammer. Wir haben auch schon die Hälfte runter. So. Zack, 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 zack. Ja, komm. Das ist doch kein Gegner hier. So. Wir wissen zwar nicht, was es war, aber wir haben es kaputt gemacht. Es konnte fliegen. Warum kommt es nochmal? Es mag uns. Ich meine, wir sind nur zwei Ritter, hallo. Was für eine Bildung werden wir wohl genossen haben. Wir sind Kampfmaschinen in diesem Königreich, also. Und wir können tanzen, laut dem Intro. So ein bisschen. Ich bin immer fasziniert, wie viel Story die in 3 Sekunden gepackt haben. Ja, das ist faszinierend. Das schaffen manche Entwickler sowas nicht in einer halben Stunde zu erzählen. Das ist schlimm. Ich kann sagen, bei Shadow of the Colossus, da gab es auch nicht mehr Story. Ein schönes Projekt, kann man sich mal angucken. Ganz gefährliches Terrain, aber gut. Ja, das war's dann? Ich glaube, ja, ihr habt die höhere Tragweite von Shadow of the Colossus nicht verstanden. Da gab's einen Sinn? Das, was das Spiel eigentlich aussagen wollte! War? War, dass Pferde mehr aushalten, als man denken kann. Sollen jetzt alle Leute ihre Pferde von Klippen runterstürzen, oder was? Wäre zumindest mal ein Master. Cool. Ich find's schön, dass jetzt wieder schön angesaugt wird mit der liebevollen Art. Ich hau mal den Sauger gegen die Tür. Ja. Na, das rum. Sehr schön. Bob, Bob. Ja, und das sind dann die Entwickler. Also zumindest die Avatare der Entwickler. Nein, das sind die Entwickler. Ach, das sind die Entwickler. Ja. Sie haben sich in das Spiel quasi gesehen. Ja. Macht Sinn. Wobei ich dann in dem Moment nicht verstehe, wenn die sich selber solche lustigen kleinen Figürchen und so weiter zusammengeschustert haben, warum hat das Spiel dann keinen eigenen Charaktereditor oder so? Womit man seinen eigenen Schnoops-Avatar quasi gesehen erstellen könnte. Das wäre ziemlich cool. Wäre ein bisschen persönlicher einfach. Ich meine, es gibt haufenweise Charaktere, die man... Oh, haufenweise, weiß ich nicht. Aber ein paar Charaktere, die man sich so erspielen kann in diesem Spiel. Aber ich meine, es sind sogar um die 20 insgesamt. Vielleicht sogar 25. Okay, das sind ja wirklich ein paar. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie... Mit eigenen Charakteren wird das Ganze nochmal lustiger. Siehst du diesen Duftbaum da oben? Finde ich toll. Achso. Ja, sich. Sich so. Süßer die Glocken, die klingen. Warum sind hier überall Außerirdische? Naja, das ist ein Raumschiff. Achso, die meinst. Aber wenn die extra den ganzen weiten Weg zur Erde so auf sich nehmen, dann hängen die doch eigentlich normalerweise nicht den ganzen Tag noch in ihrem Raumschiff rum, oder? Och. Ich mach's da genauso sozusagen, halt nicht Raumschiff, sondern ein Haus. Die Welt ist groß, man kann viel entdecken, ich spiele mit dem Videospiel. Ja. Wenn du's so sehen willst. War das zu negativ? Bisschen. Ich werd depressiv. Nein. Doch. Schlacht ein paar Leute ab, dann geht's wieder. Achso. Wer braucht den Apfel? Ist ein Apfel, hat Vitamin. Mein Apfel. Was ist eigentlich das für ein hässliches Ding da oben? Was? Das ist so komisch, guckt mir in den roten Augen. Das Smiley? Achso, nee, das. Nein, das. Keine Ahnung. Im ersten Moment habe ich es für einen Vogel gehalten und jetzt im zweiten Augenblick könnte ich auch denken, dass es eine sehr seltsame Katze wäre oder so.